Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends. Ein wenig News, wirklich nur ein klitzekleiner Teil, der Rest ist für mich einfach nur Real Talk. Vor ein paar Tagen hat Space Cat ein Video rausgehauen, was sich unbedingt in Apex Legends ändern muss. Und ich möchte an dieses Video so ein bisschen anknüpfen. Ich rate euch aber, wenn ihr Bock habt, so ein bisschen noch Space Cats Meinung zu hören, wenn ihr das Video noch nicht kennt. Er hat auch ein sehr interessantes Video darüber gebracht, was sich in Apex ändern muss. Ich möchte jetzt mit meinen Worten mal noch ein bisschen darüber reden, was ich der Meinung bin, was sich unbedingt ändern muss. Und es gab ein Interview von einem Respawn-Mitarbeiter mit einem anderen, keine Ahnung, wer der Gegenpart war. Aber, und das ist eigentlich ein richtig fettes Ding, deswegen möchte ich das euch jetzt gleich am Anfang sagen. Im Urton einfach nur übersetzt hat der Respawn-Mitarbeiter gesagt, es sollen uns große Dinge, nicht große Dinge, er hat gesagt, unerwartete Sachen passieren in Season 8 und in Season 9. Er hat keinen Tipp gegeben, auf was wir uns da einstellen können, aber ich werde euch mal so ein bisschen in meinem Real Talk erzählen, was ich mir vorstellen könnte, was das ist, was auch inhaltlich so ein bisschen ein Part davon ist, wo ich mir denke, das muss ich in Apex einfach ändern, damit Apex auf Dauer nicht langweilig wird, weil wir haben es alle gemerkt, mal abgesehen davon, dass die Server gerade scheiße sind, immer noch das Matchmaking totaler Müll ist und leider Gottes, ich kann es eigentlich nicht oft genug sagen, das Matchmaking geht mir auf den Sack und es wird auch hier wieder ein großer Teil des Themas sein, was ich sehr, sehr schade finde. Da muss auf jeden Fall auch was gemacht werden. Aber es gibt garantiert Mittel und Wege, um das vielleicht ein bisschen angenehmer zu gestalten. Und es wäre natürlich geil, wenn ihr auch so ein bisschen Teil des Videos seid in den Kommentaren. Was stellt ihr euch vor oder was geht euch besonders hart auf den Sack oder vielleicht irgendwas. Ihr werdet wahrscheinlich bei vielen Punkten meiner Meinung sein. Scheiß Server, scheiß Sounds, Matchmaking. Was könnte man aber noch alles ändern, um Apex Legends wieder ein bisschen interessanter zu machen? Auf was ich noch hinaus wollte. Ich habe es in der Vergangenheit. Ich sehe das unter den Videos von Space Cat. Ich sehe das unter meinen Videos und noch einigen anderen Apex-YouTubern, dass die Klickzahlen für unsere Videos im Allgemeinen deutlich zurückgehen, weil man merkt einfach, dass das Interesse an Apex zurückgegangen ist. Das kann ich ein bisschen verstehen. Ich finde es schade, mir geht es aber selber so. Ich habe jetzt anderthalb, zwei Wochen überhaupt keinen Bock auf Apex gehabt, habe jetzt mal wieder ein bisschen Bock auf Ranked gehabt und ich muss sagen, Ranked ist außerhalb von Publics ein Modus, den man selbst mit Randoms spielen kann. Das finde ich eigentlich ziemlich kurios. Normalerweise finde ich, müsste es fast eigentlich umgedreht sein. Ich fange jetzt einfach mal so ein bisschen an. Auf meiner Liste steht eigentlich Skill-Based Matchmaking ganz, ganz oben. Und hier möchte ich einfach mal sagen, ich bin der Meinung und ich weiß, es wird nicht jeder meiner Meinung sein, aber ich denke, Skill-Based Matchmaking sollte in Publics komplett entfernt werden. Und wenn es nicht komplett entfernt wird, weil es vielleicht nicht machbar ist, keine Ahnung, so stark angepasst werden, dass ich nicht in die absolute Bot-Lobby komme, aber die Chance auch mal da ist, in eine Lobby zu kommen, wo ich so spiele, als würde ich Ranked Bronze spielen. Und ich habe jetzt beim Split 2 in Season 7 mit Ranked angefangen. Ich habe in den neuen Split reingestreamt. Ich habe auf Gold gespielt, weil ich selten Ranked spiele. Und ich habe auf Gold richtig gut gespielt. Im Livestream waren viele von euch dabei vielleicht. Und dann kam der Split. Und ich habe auf einmal im Bronze aufs Maul bekommen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Da läuft was verkehrt. Und da ist wieder der Punkt. Das Ranked-System ist meiner Meinung nach auch ein großer Punkt, der überarbeitet werden sollte. Aber zum Matchmaking. Wo ist das Problem? Einfach den Zufall entscheiden zu lassen. Wer in der Lobby ist, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ob das Anfänger sind, Noobs, welche mit schlechten Stats, welche mit guten Stats, welche mit mittleren Stats, so wie ich zum Beispiel. Warum wird das nicht einfach in einen Haufen geworfen und dann geht's los? Nur kurz einen kleinen Cut hier mit rein, während ich hier gerade schneide und mir nochmal alles ansehe, was ich hier gerade erzählt habe. Einfach nochmal auch der Callout an alle Diamant-, Master- und Predator-Spieler. Ihr habt bestimmt auch keinen Bock, jeden Tag aufs Neue zu schwitzen, weil ich gehe davon aus, dass man auch als Predator-Spieler
keinen Bock hat, ständig auf so einem hohen Niveau zocken zu müssen. Man möchte sich auch mal als Predator-Spieler oder als Master-Spieler hundertprozentig einfach auch mal anlehnen können und ganz entspannt das Spiel spielen. Aber nicht mit dem Ranked-System. Wenn das vielleicht relativ ungleich funktioniert, dann muss es doch machbar sein, Leute auf demselben Niveau zu finden. Schreibt es in die Kommentare, wie denkt ihr, könnte man das Problem mit Skill-Based Matchmaking lösen? Ganz raus ist vielleicht auch nicht die Lösung, möchte ich auch gar nicht abstreiten. Dazu kenne ich mich mit der Materie einfach zu schlecht aus. Aber ihr wisst es selber, im Publix ist es extrem hart voranzukommen. Und kurioserweise spiele ich im Rank mit Randoms bis Gold locker deutlich angenehmer und einfacher als im Publix. Und das, glaube ich, kann nicht Sinn der Sache sein. Ranked soll doch eigentlich dafür da sein, um sich mit dem Besten zu messen. Und es ist genau umgedreht. Ich messe mich im Publix mit dem Besten. Und da kommen wir jetzt mal zum Ranked. Jetzt gehen wir mal von Matchmaking weg. Das Ranked-System ist für mich der größte Müll. Erstens ist der Split total für den Arsch. Du kämpfst und kämpfst und kämpfst. Und dann wirst du nach 6 Wochen zurückgesetzt. Und dann geht die ganze Scheiße wieder von vorne los. Und hier eine Idee von mir, habe ich schon mal vor Monaten drüber gesprochen. Warum ist es eigentlich nicht so, wie in einem Sportligasystem? Nehmen wir die Bundesliga. Oder um es einfacher zu sagen, für Leute, die sich nicht für Bundesliga interessieren. Von Master bis Predator, die beiden Ranks, da ist es doch so, bist du unter den Top 500, egal auf welcher Plattform, bist du Predator. Singst du aber auf einmal auf Platz 501, bist du nicht mehr Predator, sondern Master. Und das kann so lange passieren, bis die Season irgendwann zu Ende ist. Und wenn du Pech hast, hast du dann Predator einfach nicht abgeschlossen. Und dort bin ich der Meinung, warum ist das nicht mit allen Rängen so, von Platin bis Predator? Spiele ich den ganzen Tag wie so ein Suchti, dann steige ich Stück für Stück auf. Bin ich dann vielleicht irgendwann Diamant und zocke aber einfach mal 2 Wochen nicht, weil ich gerade keinen Bock habe. Und es sind aber andere Suchtis unterwegs, die einfach meinen Punktestand, wie in so einer Bundesliga zum Beispiel, überspringen. Was weiß ich habe jetzt 8000 Punkte, habe lange nicht gespielt und es gibt Leute, die überholen mich mit den Punkten. Dann sind die eben vielleicht Diamant und ich werde zurück auf Platin gestuft. Das würde ich viel, viel besser wissen. Das würde ich viel geiler finden. Natürlich würde ich es aber umso besser finden, dass wenn ich die Saison nicht mit Diamant abschließe, sondern mit Platin, obwohl ich Diamant schon mal erreicht habe, wäre es natürlich geil, wenn ich die höchstmögliche Belohnung trotzdem bekomme. Ich habe eben mal ganz kurz an Master oder Diamant gekratzt, war drin, bin aber kurz danach wieder rausgeflogen. Dann möchte ich trotzdem den Skydive-Emote haben und den Waffencharm. Das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr feiern. Und dann würden wahrscheinlich auch wieder viel mehr Ranked spielen. Und da ist auch noch so ein Punkt. Es kann doch nicht sein, da ist ein Split und ich bin in einer Bronze-, Silber-, Gold-Lobby und trotzdem fliegt da ein Predator-Schweif nach dem anderen mir dem Boden entgegen und ich kriege nur aufs Maul. Jetzt mal ganz ehrlich, warum spiele ich Ranked auf den ersten Stufen und kriege von Predator-Lobbys auf den Sack? Das kann nicht Lobbys, sind ja nicht immer Predator-Lobbys, aber Predator-Spieler, weil sie es schon mal erreicht haben, einfach eine Weile vielleicht kein Rank gezockt haben. Das dazu. Also mir geht es persönlich ziemlich auf den Zünder. Und das ist so ein Punkt. Matchmaking, Ranked, überarbeiten. Und wir hätten wieder viel mehr Apex-Spieler. Crossplay muss ich nochmal kurz erwähnen. Ich finde Crossplay eine geile Geschichte, was ich aber nicht befürworte ist, dass es nicht sein kann, wenn ich Crossplay deaktiviere, weil ich denke, dass ich unter meinen PlayStation-Lobbys einfach besser spiele, dass ich einfach keine Lobbys finde, weil eigentlich jeder Mensch Crossplay aktiviert hat. Das finde ich auch so ein Punkt. Ich bin nämlich der Meinung, seit Crossplay drin ist, ist es für mich im Public noch schwieriger geworden. Vielleicht ist das nur eine Empfindungssache, vielleicht ist es auch gar nicht so, einfach nur, keine Ahnung, so ein Placebo-Effekt. Auch gerne mal von euch in die Kommentare. Habt ihr das Gefühl, seitdem Crossplay drin ist, ist es schwieriger geworden? Natürlich spielen wir unter den Consoleros PlayStation mit Xbox. Wir connecten ja nicht mit einer PC-Lobby, solange wir keinen PC-Spieler aktiv einladen, wie vor kurzem mit T-Bro oder mit Space Cat. Wenn ich einen von den beiden einlade oder der sich mal eben schnell spontan in meine Lobby reinhaut oder reinspringt, ja, dann bin ich in einer PC-Lobby. Okay, aber solange ich keinen PC-Spieler einlade,
bin ich in einer Konsolenlobby und trotzdem ist es deutlich schwerer. Das finde ich auch ziemlich verrückt. Deswegen wäre es geil, wenn das mal so weit, dass ich das Crossplay deaktiviere, dass es trotzdem relativ einfach für uns spielbar ist. Sounds muss ich, glaube ich, nicht viel zu erwähnen, aber das ist ein Mega-Problem. Natürlich hat sich vor Season 7 Respawn zu Wort gemeldet und hat selbst gesagt, das ist das größte Biest, gegen das die kämpfen, und sie kriegen es einfach nicht hin. Sie geben es wenigstens endlich zu und haben ja in Season 7 versprochen, oh, jetzt gehen die Soundbugs weg. Nee, wir waren in Season 7 schon. Erinnert euch an diverse Spots, wo wir gar keine Sounds teilweise hatten. Weder Waffensounds, Nachladesounds, Steps und so weiter. Das Steps-Problem ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber dann wurde ein riesen Patch angekündigt und die Sounds sind nur schlimmer geworden. Kann ich nicht nachvollziehen. Sorry für den Wortfasching. Allgemeine Serverprobleme. Naja, die Serverprobleme haben wir schon seit, boah, über einem Jahr, anderthalb Jahre. Einfach mal die Tickrate ein bisschen erhöhen, dann geht das vielleicht wieder. Kenne ich mich aber wahrscheinlich auch zu wenig aus. Was jetzt nicht unbedingt mit den Problemen im Allgemeinen mit Apex zu tun hat, aber vielleicht noch ein paar kleinere Verbesserungen, die ich geil finden würde, um es ein bisschen angenehmer spielbar zu machen, oder allgemeine Sachen, die vielleicht das Spiel wieder interessanter machen. Aktivierbare Bots im Trainingsmodus, dass ich nicht irgendein Easter Egg erstmal aktivieren muss. Ich muss mein Inventar erstmal leer machen, dann brauche ich ein Jump Pad oder ein Grappling Hook, um da in diesen kleinen Tunnel mich hinzuhocken und dann die Legende wechseln, und erst dann sind die Bots aktiv. Was ist das eigentlich für ein Müll? Macht eine Option, Tastendruck an, Bots aktiv, alles schön. Haut dir noch einen Schwierigkeitsgrad rein, mehrere verschiedene Stufen, wem das übrigens noch nicht aufgefallen ist. Die Bots haben tatsächlich verschiedene Schwierigkeitsstufen, aber jeder Bot für sich. Es gibt einen Bot, der ist ein bisschen dumm, dann gibt es einen, der ist so mittelmäßig, und der andere ist ein bisschen intelligenter. Ist auch noch nicht lange so, aber ich weiß nicht, wie lange. Wem das noch nicht aufgefallen ist, schaut mal. Wo das nämlich eingeführt wurde, dass man die Bots aktivieren konnte, waren die deutlich dümmer. Ist mir mal so, wollte ich eigentlich schon lange mal ein Video drüber machen, ich habe es aber völlig verpeilt. Das einfach mal nebenbei bemerkt. Stories mal fortführen. Apex Legends hat so ein verdammtes Potenzial. Erinnert euch, ich habe vor ewigen Monaten habe ich mal darüber berichtet, dass Respawn an einer Netflix-Serie über Apex eventuell interessiert ist. Das wäre richtig geil. Darauf will ich aber gar nicht hinaus. Oder ja, genau. Ich will mehr darauf hinaus. Apex hat uns in jeder neuen Season mit so geilen Stories gefüttert am Anfang oder kurz vor einer neuen Story, vor einer neuen Season. Und hier erwähne ich immer wieder ganz gerne Krypto, der den Repulsor Tower gehackt hat, um die Apex Games von Kings Canyon fernzuhalten, um auf World's Edge zu landen. Und da geht's dann los, er will Beweise sammeln, bla 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 bla. Season 3 war das, Season 3. Wir sind jetzt in Season 7 und ich weiß immer noch nicht, ob Krypto Erfolg hatte. Mir geht's um den Punkt, führt doch mal eine Story fort oder zu. Na, vielleicht nicht ganz zu Ende. Ich meine, Krypto existiert ja weiter im Spiel, aber führt die Story doch mal weiter, damit ich mal weiß, Mensch, hat er jetzt eigentlich Erfolg gehabt? Ja, nein, vielleicht, bitte nicht alle. Das Dreieck ankreuzen. Das finde ich auch mega, mega eklig. Und Respawn hat mit Apex so ein verdammtes Potenzial. Das ist einfach mal Fakt. Und ich will mir nicht erst ein Pathfinder Questbook kaufen auf Amazon, was jetzt am 2. Februar zum zweiten Geburtstag von Apex rauskommt, nur um da ein paar Bildern und Geschichten zu lesen. Oh, schau mal. Story. Naja, das ist eine schöne Masche, um wieder ein bisschen Merchandise zu verkaufen. Ist nice to have, aber ich will doch auch im Spiel mal ein bisschen mehr. Und auch die ganzen Comics und der ganze Schnösel. Völliger Schwachsinn. Meine Meinung. Wie gesagt, wenn ihr nicht alle meiner Meinung seid, kann ich das natürlich völlig verstehen. Was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Battle Royale ist natürlich der Hauptkern von Apex Legends, aber Mensch, geh weg mit den Scheuklappen, zieht mal den Stock aus dem Arsch. Ein Ausweichmodus. Ich möchte nicht alle 6 Wochen auf ein Event warten, nur um mal ein bisschen mehr Spaß an Apex Legends zu haben. Private Lobbys habe ich auch letztens erst drüber gesprochen. Aber was ich jetzt eigentlich hinaus will, ein Arena-Modus, das hat Spacecat auch schon erzählt in seinem letzten Video, was ich am Anfang erzählt habe. Ein fester Modus, ein bestimmter Spot, Skulltown.
The Ring of Fire von Octane auf dem Kings Canyon. So ein Spot abgesperrt, wo wir so eine Art Team Deathmatch machen können. Oder ein Free-for-All, alle gegen alle. So COD-Modis, wo du einfach dein Waffen-Loadout schon festlegen kannst. Dann startest du in die Runde, ballerst deine Gegner weg und wer zum Schluss die meisten Kills hat. Nicht, dass du tot bist und sofort raus bist aus der Runde und musst gerespawnt werden. Du bist tot, respawnst irgendwo auf der Map und dann geht's weiter. So was wäre doch geil. Einfach, ich will das Grundprinzip von Apex nicht in Frage stellen, aber ein Ausweichmodus, um einfach mal auf die Kacke zu hauen. Einfach mal zu sagen, okay, Rank ist scheiße, Skill-Based Matchmaking ist scheiße, ich komme gerade in sämtlichen Modis nicht voran, lass uns doch ein bisschen Team Deathmatch zocken, da kriegst du wenigstens ein bisschen was gebacken und vor allen Dingen musst du nicht stundenlang looten, bis du das perfekte Waffenloadout hast und es wäre eine geile Methode, um ein bisschen zu trainieren. Finde ich auf jeden Fall eine mega Geschichte, wenn das kommen würde. Und hier knüpfe ich nochmal an die Geschichte an, Season 8, Season 9 sollen uns unerwartete Dinge erwarten. Passt das im Satzbau? Egal, ihr wisst, was ich meine. Und sowas in der Art könnte ich mir tatsächlich in dieser Ansage vorstellen. Irgendein Ausweichmodus und ein fester Ausweichmodus. Nicht wieder, oh, ich warte 6 Wochen auf ein neues Event, was 2-3 Wochen später wieder vorbei ist. Das langweilt die Leute. Und hört auf mit diesem scheiß Kings Canyon After Dark Recycling-Blödsinn. Das ist, will keiner mehr sehen, bin ich jedenfalls der Meinung. Und wenn, dann wollen die Leute das nur sehen, um Skulltown zu rocken. Und genau das ist der Punkt. Die wollen alle nur auf Skulltown landen. Ansonsten würde keine Sau diesen Modus spielen. Zumindest ist das meine persönliche Meinung. Was haben wir noch? Meine Fresse, es ist so schwer, jede Season eine neue Waffe reinzubringen. Wir haben jetzt schon 2 Seasons gehabt, wo es keine neue Waffe gab. Das bringt nun mal mehr Abwechslung. Eine Legende pro Season, finde ich, reicht völlig aus. Aber Alter, eine neue Waffe muss pro Season drin sein. Titanfall hat doch bestimmt mehr geboten als nur die Waffen, die wir bis jetzt haben. Und ein bisschen was Neues sich ausdenken. Der komische Granatwerfer bin ich jetzt nicht unbedingt ein Freund von. Aber der Combine Bow, über den ich auch schon mehrmals berichtet habe, den auch Bots schon in der Hand hatten bei diversen Deathstreams. Der Combine Bow wäre zum Beispiel eine richtig geile Sache. Gibt es schon in den Quellcodes 2 verschiedene Pfeilarten. Und so weiter. Apex hat so verdammt viel Potenzial, das wollte ich einfach mal so erwähnt haben. Das ist eigentlich so das, was ich grob denke, was sich ändern sollte, um wieder alte Spieler zurückzuholen und vielleicht auch mal neue zu gewinnen. Einfach mal ein bisschen sich ausbreiten in den Ideen, die Apex vielleicht umsetzen könnte. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich wollte noch irgendwas sagen zu dem Arena-Modus. Ja, jetzt fällt es mir noch ein. Eine letzte Sache, habe ich vor kurzem auch erst drüber berichtet. Community Games, nicht nur für irgendwie die Apex High Society Streamer auf dem PC, sondern jede Plattform sollte seine Community Custom Games öffnen können. Sprich, ich mache eine Lobby auf und dort kann ich meine ganzen Freunde einladen, maximal 60 Leute. Wir starten. Wie geil wäre das mit euch? Ob das meine YouTube Community ist, meine Kanalmitglieder, auch außerhalb der Leute, die keine Subs bei Twitch raushauen oder keine Kanalmitgliedschaft haben. Einfach alle, die Bock haben, alle Zuschauer, die gerade da sind. Wenn ich 60 Leute gerade dabei habe, die zuschauen, es gibt doch Crossplay. Aktivieren alle 60 Zuschauer rein in die Lobby, feuerfrei. Dann mache ich eben einen kleinen Delay von 1 Minute oder so in den Stream, dann kann man nicht gestreamt sniped werden, fertig ist, dann starten wir ein paar richtig geile Runden. Das wäre auch mal eine richtig geile Nummer. So, ich habe fertig. In diesem Sinne, habt ihr noch was nachzutragen, irgendwas, was ich vergessen habe, wo ihr der Meinung seid, das könnte Apex Legends mal richtig nach vorne pushen, schreibt es in die Kommentare, ich bin sehr gespannt, das war's jetzt von mir. Ich hoffe, ihr lasst dem Video einen Daumen da, sorry, dass ich so ein bisschen Sprachfasching habe, ich hatte eine lange, anstrengende Woche, nichtsdestotrotz, Daumen da lassen, Abo da lassen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende jetzt schon mal, das war's von mir, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.